Ja, herzlich willkommen zu diesem Forst Teil 23. Ja, heute geht's los. Ich habe heute mal den Cheesens weggemacht. Und heute geht's los. Heute wachsen die Bäume. Und dazu wünsche ich euch viel Spaß bei diesen neuen. Ich rede dazu nicht. Ich bin mal ganz kurz auch mal weg. Und wünsche euch viel Spaß. Und was ich euch schon mal sagen soll, gebt gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Und das Teilen und das Abonnieren nicht vergessen. Und die Kommentare schreiben, was ihr davon findet. Ja. Und heute scheint die Sonne. Super, ja. Und damit sage ich, let's go. Das dauert ja ein bisschen. Aber ihr werdet schon sehen, was daraus wird. Aha, ich muss noch was einstellen. Ich habe gerade was gesehen. Pflanzenwachstum ist aus. Schnell. Werdet gleich sehen. Seid gespannt. Die Hauptsache ist, man kann da noch mit die Forstmaschinen ran. Also mit den Rungewagen und so. Das dauert eben ein bisschen. Kann man nicht dafür? Ist so. Heute Abend ist jetzt der erste Teil. Wenn die jetzt schon ungefähr richtig hoch sind, dann kommt heute Abend noch ein zweiter Teil. Dauert aber extrem lange. Du kannst ja auch ein bisschen Musik anmachen. Das Bahnunternehmen Abellio dünnt nach eigenen Angaben ab Montag den Regionalverkehr aus. Die Südthüringen Bahn streicht Spätzüge zwischen Erfurt und Ilmenau. Betroffen sind Sieht auch auch, die wie die Bäume mitteldeutschen sich bewegen. S-Bahnen im Raum Leipzig. Die nächsten MDR-Jump-Nachrichten, die gibt es in einer halben Stunde. Wenn es losgeht, wenn die Bäume, dass die Und wachsen. jetzt, damit Sie entspannt und Ich sicher denke mir, ankommen, dass. der zuverlässigste Verkehrsservice im Osten mit den neuesten Meldungen aus unserem MDR-Jump-Verkehrszentrum. A4 Frankfurt Richtung Frankfurt. Zwischen Limbach-Oberfrohna und Wüstenbrand ist die rechte Spur nach einem Unfall blockiert. Bitte Vorsicht auf der B183A. Zwischen Reibitz und dem Abzweig Wellaune sind Schafe auf der Fahrbahn. Und in Leipzig ist die Eisenbahnstraße zwischen Neustädter und Ludwigstraße nach einem Straßenbahnunfall gesperrt. Blitzer bei uns mobil auf jumpradio.de und auch in unserer App. Aktuell wird auf der B176 geblitzt. Am Ortseingang Da muss ich mal Reffenhahn kurz hin, Richtung Bad Langensalza. damit ich Wenn das Sie heute Nachmittag noch vorspule. mehr Blitzer sichten oder auch Staus, rufen Sie an bei uns, melden das. Kostenlos geht's unter der 0800 123 2340. Dankeschön. MDR Jump. Einfach besser informiert. Fix noch der Blick aufs Wetter. Ah, Die es dauert. aktuellen Temperaturen: schmale 5 Grad in Halle. In Erfurt gibt es nur 4 Grad. 5 in Zeitz. Plauen und Bautzen melden 3 Grad. Bis zum Abend soll es aber überall dann trocken sein. Bisschen Sonne kommt auch Ah, noch jetzt. raus. Und die 3-Tage-Aussicht sagt: morgen einige Wolken nur. Viel blauer Mal gucken, Himmel. ob was geworden Morgen ist, ob da was gewachsen ist. Ich bin sonntagsstark gespannt. erreichen wir maximal 7 Grad. Und auch in die neue Woche geht es recht frisch. Aber es bleibt freundlich und trocken. Schönen Samstagnachmittag. 4 Minuten nach 2 haben wir es. Zu Hause bleiben, soziale Kontakte einschränken und schon gar nicht shoppen gehen am Samstagnachmittag. Ohnehin müssen ja die Es meisten ist noch Geschäfte nichts geschlossen passiert. bleiben. Aber wer Noch keine Bäume kontrolliert das gewachsen. eigentlich, dass sie sich auch alle dran halten? Wundert mich Ein ein bisschen, Beispiel aber aus naja. Kabatz gibt es Ist. in 5 Minuten hier. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu Hause. Ganz genau. Der beste Musikmix.
dauert eben. Das dauert eben ganz lange, bis die wachsen. Perfekt gelandet. Das kann mehrere Tage dauern. Ist halt so. Dauert denn extrem lange durch. Papa ist auch gerade im Wald gefahren, der ist nochmal Holz rumgefahren. Und ich sehe ja noch nichts, passiert gar nichts. Ja. Das dauert eben. Da muss ich euch nur auf die Folter spannen. Und ich müsste schnell eingestellt. Ja, ist eingestellt. So, hier ist nicht. Dauert er.
hier ist MDR Jump in der Corona-Krise. Da sind wir natürlich für Sie weiter hier, damit Sie es zu Hause ein bisschen unterhaltsamer haben, denn wir wissen, nur miteinander sind wir wirklich stark. Eine bundesweite Ausgangssperre gibt es ja noch nicht, aber trotzdem haben die jeweiligen Bundesländer und Städte ganz klare Regeln definiert. Wurden auch teilweise ja schon verschärft heute. Sie haben es gerade eben bei uns in den Nachrichten auch nochmal gehört, dass sie auch eingehalten werden. Darum kümmern sich Polizei und Ordnungsamt. Auch in Bad Tabat, Bad Gotha wird kontrolliert und unser MDR-Jump-Reporter Lassina. Nichts geht ja ab. Keine Bäume wachsen. Streichen wir die. Die 4000 Seelengemeinde Bad Tabat, Landkreis Gotha in Thüringen. Fuß auf Streife sind dort Nicole Trotschel und Roland Lapp vom Ordnungsamt. Die beiden haben eine klar definierte Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, die Auflagen, die von uns vorgegeben sind, dass die Dienstzeiten bzw. die Öffnungen, die eingeschränkten, dass sie auch für die Ladenbesitzer einhalten werden. Dass die neuen Regeln in der Corona-Krise streng kontrolliert werden, hatte der Landrat des Landkreises Onno Eckhardt angeordnet. Ihm waren vor allem die nicht erlaubten Menschenansammlungen der vergangenen Tage immer noch nicht passiert. Mann, was ist denn das? Und bei Verstößen Geldstrafen von bis zu 25.000 Euro. Also wir werden sicherlich nicht mit 25.000 Euro anfangen, aber auch der Ausführlichkeitsrahmen ist groß. Und ich gehe davon aus, dass im Raum stehen auf jeden Fall mindestens vierstellige Zahlen. Menschenansammlungen sind in Bad Tabat nicht in Sicht. Die Streife vom Ordnungsamt kann sich auf die Einzelhändler konzentrieren. Die Konditorei Spiegler ist normalerweise der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in Bad Tabat. Auch hier darf vorerst nur außer Haus verkauft werden. Und Verkäuferin Michaela Reinhardt hat Verständnis dafür. Ja, weil das vorher überdimensional nicht geachtet wurde. Da war noch ganz schlimm in der Teufel los bis vorgestern. Jetzt ist das in Ordnung hier. Es geht ja um unsere Gesundheit. Vorerst mehrmals täglich soll in Bad Tabat die Einhaltung der Corona-Präventionsmaßnahmen kontrolliert werden. Denn so ruhig wie bislang wird es vielleicht nicht immer sein, befürchtet Nicole Trotschel vom Ordnungsamt. Ich rechne mit größeren Problemen, wenn es wirklich schönes Wetter ist. Ja, und alles, was Sie rund um das Coronavirus wissen müssen, alle Einschränkungen, die Infos, die gibt es für Sie natürlich jederzeit und ganz übersichtlich auf jumpradio.de. Wir wechseln hier mal eh noch. Komisch, komisch. Das verstehe ich ganz und gar nicht. Jetzt sind sie gewachsen, da sieht man es. Es ist losgegangen, weil der Regen kam. Sehr schön. Es dauert eben. Die sind erst klein, aber einwandfrei. Super. Perfekt. Da freue ich mich. Da ist doch was geworden und hier oben ist jetzt überall etwas geworden. Hier. Auch hier sind wir uns, ist perfekt geworden. Das ist eben, weil es dauert ein bisschen lange, weil wir werden auch keine mehr nachgepflanzt. Überall stehen jetzt die schönen Bäume. Wird ein schöner Wald werden hier. Muss bloß noch gucken, ob überall das angegangen ist, aber ich glaube schon, ja. Super, perfekt. Da freue ich mich, endlich. Hier, wenn hier noch so ein Loch ist, das wird da unten zugemacht, weil wir werden ja riesig. Hat
warte mal. Scheiße, kann ich nicht mehr. Jetzt speichert's ab. Perfekt. Super. Also die Slots waren immer weniger, finde ich jetzt. Das gewittert sogar. Da seh das. Und jetzt mache ich gleich mal was. Ich muss gleich mal was kurz verkaufen. Damit ich wieder Geld hab. Das kriegt man ja wieder. Das ist ja nicht kein Problem. Wollen wir mal nochmal weitermachen? Damit verabschiede ich mich. Ich mach bloß noch kurz weiter und heute Abend geht's weiter. Und die Bäume wachsen.